Scheiß.de erklärt. Holland ist so ein schönes Land, da gibt's einfach nichts dran zu meckern. Wie denn auch? Die haben belgische Pommes, belgisches Bier und belgische Schokolade. Aber mal ganz unter uns, an einer Sache stoße ich mich schon. Swaffelen, heute bei Sex to Go. Beim guten alten Swaffelspiel geht es darum, seine halbsteife Frikandel an überraschende Dinge und oder Frau Antje zu kloppen. Ziel ist es dabei übrigens nicht, seine Frittiersoße zu versprühen, denn Swaffelen ist nichts, um Rudi Carrell wieder zum Stehen zu bringen. Vielmehr entstand das aus einer Art Mutprobe, wie Planken oder Fleischkroketten essen. Solcher Genius entspringt übrigens nicht so Schmuddelköpfen wie Sir Isaac Newton. Die Idee kam von einem holländischen Studenten, der auf einer Reise erkannt hat, wie clever es ist, seinen Hering gegen das Taj Mahal zu swaffelen. Inspiriert durch Mary Jane, dann exmatrikuliert durch seinen Professor. Er hat das Käserad damit nicht neu erfunden, aber auf jeden Fall einen Trend gesetzt, denn Swaffelen wurde zum Jugendwort des Jahres 2008 im Land, wo die Wohnmobile noch frei sein dürfen. Und es bietet eine Top-Vorlage für Postkarten. So ist Swaffelen ein großer Spaß für jedermann. Aber hey, Ladies, es ist ja auch manchmal lustig, den Jungs im orangenen Trikot beim Spielen zuzugucken. So, mir fallen keine Klischees mehr ein. Don't waffle your swaffle.